Ich werde heute 24 Stunden in diesen Känguru-Schuhen stehen und 3 Challenges absolvieren. Ich würde sagen, jetzt geht's. Alex! Fuck. Junge! Okay, Leute, ich muss erstmal lernen, damit umgehen zu können. Oh, Lucy, kannst du mir helfen? Ich komme nicht hoch. Okay, ich würde sagen, erste Challenge: Känguru werden. Ich muss mal erstmal lernen, wie man damit umgeht. Ich habe nämlich keine Ahnung. Also, ich muss erstmal lernen, hier damit laufen zu können. Ich habe es mir irgendwie schwerer vorgestellt. Soll ich jetzt einmal loslassen? Ja, lass los. Oh, okay, okay. Alex! Ich hab's mir irgendwie schwerer vorgestellt. Versuch Nummer 2, okay? Erster Versuch ging nicht so klug. Okay. Alex, pass bitte auf. Okay, okay, okay. Zählt es schon als Laufen? Ja. Erste Challenge absolviert. Okay, warte, 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 ich komm zu dir. Okay, wenn ich es schaff. Das sind meine ersten Schritte, Leute. Okay. Okay. Oh. Ja. Okay, ich hab's geschafft. Hey, ich würde sagen, ich bin ein Profi, oder? Okay, soll ich mal springen? Oh. Okay, 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 okay. Soll ich dich halten und du springst? Okay, warte. Okay, und spring. Oh. Leute, ich hab's mir irgendwie einfach vorgestellt. Vor allem, das war ja gar nicht hoch. Ich dachte, man kann damit so 6 Meter hoch springen. Ja, okay, schauen wir mal, ob das stimmt oder nicht. Okay, Leute, damit ich mich hier auch frei bewegen kann, müssen wir als nächstes lernen, wie man Treppen geht. Wow, okay, Leute, ich hab richtig nicht. Schiss. Eins runter. Eins. Nee, nee, ich glaube, ich mach's so. Wow. Okay, zum Glück habe ich Schoner an, Leute. Auf keinen Fall ohne Schoner nachmachen. Okay, so habe ich es geschafft. Ich glaube, Treppe hoch schaffe ich sogar alleine. Ohne Wand, ohne irgendwas. Okay, vielleicht auch doch nicht. Okay, Leute, ich probiere es jetzt einfach, okay? Alex, einfach. Nicht hinfallen. Alex. Ich will es alleine schaffen. Ja, alleine. Dann mach doch mal. Okay. Alex! Okay, okay, okay. Fuck! Okay, okay. Du, ist das so schwer, Leute? Lucy schafft es jetzt, mir ist egal. Alex! Leute, ich mache mich hier gerade richtig zum Affen, aber ich will es halt einfach können. Jetzt schaffe ich es. Du schaffst es, Alex. Come on! Ja! Yes! Oh mein Gott! Let's go! Okay, ich würde sagen, letzte Challenge, damit springen. Let's go! Okay, Leute, erwischt jemand die Fenster. Ich frage ihn mal, ob ich ihm helfen soll. Sorry? Brauchst du Hilfe? Ja? Ich helfe dir. Okay, Leute, ist gar nicht so einfach wie gedacht. Schau mal, ich komme da viel besser hin. Sehr gut. Okay, hier. Sehr gut. Viel Spaß. Immer eine gute Tat mit den Sachen. Ich helfe den Kleineren, ganz wichtig. Ich habe wirklich Angst hinzufallen. Deswegen habe ich es leider nicht zu lang gemacht. Aber wenn ich da wäre so ein Schmuckladen. Wenn es kaputt gegangen wäre, okay, dann wäre ich arm. Okay, Leute, ich will unbedingt noch einmal damit springen können. Dann würde ich sagen, haben wir die erste Challenge absolviert. Känguru werden. Dann bin ich ein menschliches Känguru. Lucy, okay, erstmal mit deiner Hilfe. Ja. Erster Sprung. Bin schon mir nicht weh. Oh. Voll gut. Mann, nochmal. Das ist gar nicht hoch. Du bist so hochgestanden. Aber spring mal höher. Höher? Hier diese Linie, okay? Ja, das schaffst du easy. Da kommst du ja so schon fast dran. Leute, seht ihr, das ist einfach. Habe ich es berührt? Nein. Ja, das war auf jeden Fall. Ich würde sagen, das war gar nicht so schlecht. Wir kommen jetzt zur zweiten Challenge. Und die zweite Challenge ist, den Alltag zu überwinden. Also, wir gehen einkaufen, wir gehen mit den öffentlichen Verkehrsmitteln. Wir gehen jetzt erstmal in irgendeinen Laden, oder? Ich hoffe, die lassen uns überhaupt rein. Ich habe keine Ahnung. Glaubst du, die lassen uns rein? Ja, ich glaube schon. Aber du darfst nichts kaputt machen. Bitte nichts umschmeißen. Übrigens, heutige Kommentar-Shoutouts gehen an Lena, Ben und Lina. Danke fürs Kommentieren. Also, Lucy will sich Handschuhe kaufen, deswegen gehen wir jetzt in einen Laden rein. Ich hoffe, das ist hier nicht rutschig. Warte, ich teste mal den Boden, okay? Nicht, dass es hier rutschig ist. Nö, das glaube ich okay. Nee, ist okay. Ja gut, Leute, dann geht's jetzt rein. Schauen wir mal, ob wir Handschuhe finden. Ich glaube, Handschuhe sind ganz hinten oder hier an der Kasse. Ich kann ja mal nachfragen. Nein. Wissen Sie, wo es Handschuhe gibt? Ich? Ja. Und für Frauen? Okay, danke. Schauen wir mal. Hier sind welche. Okay, Leute, gehen wir mal in die Kasse. Hi. So, Schatz, ich mach meinen Kauf weiter. So, ja, ich würde mit der Karte zahlen. Danke. Schönen Tag. Ciao. So, ich würde sagen, jetzt geht's weiter, oder? Übrigens, Leute, wenn dieses Video 20.000 Likes bekommt, werde ich mit dem ganzen Flyhouse Hide and Seek in Känguru-Schuhen spielen. Ich würde sagen, lasst einen Daumen nach oben da. Okay, Leute, Härte-Challenge. Wir versuchen hier. Ich habe Angst. Auf die Rolltreppe zu gehen, okay? Okay. Okay. Oh. Hey, easy! Okay. Ich hab's mir irgendwie schlimmer vorgestellt. Aber jetzt kommt auch noch die harte Challenge, da rauszukommen. Ich mach alleine. Junge! Ja, Lucy fällt schon. Ja! Ah,
6. Pass auf, wir müssen zur Nummer 9. Wir müssen zur 9 wieder hoch. Bro. Du wirst nicht in die U-Bahn reinpassen, ne? Na, ich glaube, ich schaffe das schon. Okay. Warte. Oh. Hey, Leute, gut. Seht ihr, das ist gar nicht so schwer. Hey, wisst ihr, wo die 9 Richtung Sülz geht? Die 9 geht auf der anderen Seite. Ja. Einfach direkt auf der anderen Seite. Aber hier, oder? Ja, ja, okay, fuck. Okay, Leute, nächste Challenge ist jetzt, in die U-Bahn zu steigen. Ich denke mal, es sollte hoffentlich kein Problem sein. Pass auf deinen Kopf auf, Ja, ich Alex. Bin, glaube ich, einfach nur zu groß. Aber sonst, wir kommen da schon rein. Oh, ich bin echt zu groß. Okay. So, Leute, wir fahren jetzt als nächstes zu einem Sportplatz. Und da wird die dritte Challenge stattfinden. Und zwar die Sport-Challenge. Ich muss mit diesen Dingern versuchen, etwas Sport zu machen. Also darf ich nicht mit der Bahn fahren? Oder? Was ist, wenn ich mich einfach hinsetze? Weil dann falle ich ja nicht hin. Dürfen sie auch nicht, aber vielleicht wäre es dann besser, ne? Ich setze mich einfach mal hin. Okay, Leute, Challenge geschafft, auch wenn wir fast rausgeschmissen worden sind. Aber jetzt geht's zur nächsten Challenge. Okay, Leute, wie gesagt, letzte Challenge, die Sport-Challenge. Wir werden jetzt erstmal einen Sprint hinlegen, Lucy. Lucy gegen Alex. Mal schauen, wer schneller sein wird. Also ich hoffe, dass ich mit diesen Dingern auf jeden Fall schneller als Lucy sein wird, weil sonst... Ich glaube, du hast so einen größeren Spann jetzt. So. Ja, also wenn ich jetzt nicht schneller bin als Lucy, dann weiß ich auch nicht, was es für ein Kauf war, Leute. Weil wenn ich damit nicht höher springen kann als du, schneller und weiter, dann wozu brauche ich das dann? Bist du ready, Lucy? Yes, I'm ready. Okay, auf 3 geht's los. 1, 2, 3, los. Okay, Lucy. Oh, okay, sie ist schnell, sie ist schnell. Okay. Stopp. Sie hat es innerhalb von 7 Sekunden geschafft. 7 Sekunden? Nicht schlecht, Lucy, nicht schlecht. Junge! Okay, Leute, ich muss jetzt 7 Sekunden schlagen. Ich würde sagen, ich gehe jetzt an die Startlinie und dann geht's los. 3, 2, 1, go! Fuck! Wieso bin ich so langsam? Du bist ja wie eine Schnecke! Was? Go, Alex! Alex, pass auf! Du bist ja schon 13, 14, 15, 16. Nein! 17! Scheiße! 18! Du warst ja doppelt so langsam als ich! Oh Mann, Leute, ich habe einfach verloren und zwar hoch aus. Okay, aber in der nächsten Challenge werde ich dich schlagen. Die nächste Challenge ist Weitsprung. Okay, Lucy, ich würde sagen, du fängst an. Okay. Bist du ready? Ja, ich bin ready. 3, 2, 1, go! Bro, okay, das merken wir uns. 3, 2, 1, go! Ja, genau! Lucy hat mich in der zweiten Challenge besiegt. Ich würde sagen, wir kommen zur letzten Challenge. Okay, Lucy, letzte Challenge, Hochsprung. Ja. Ich würde sagen, du fängst wieder an. Das ist unfair, du fängst ja schon an einem ganz anderen Level an. Fang an, Lucy, fang an, nicht meckern. 1, 2, 3. Okay, Leute. 1, 2, 3. Ah, ich habe gewonnen, Lucy. Hey, tut mir leid. Aber man muss auch am Ende sagen, 2-1. Wir kommen jetzt zur allerletzten Disziplin, und zwar Basketball spielen. Wir suchen uns Leute und die fordern wir heraus, weil ich glaube, mit diesen Dingern kann ich immer einen Dank machen, oder? Let's go. Okay, Leute, bevor wir die Challenges starten, ich habe immer noch das Ziel, der meist abonnierteste Alex auf ganz YouTube zu sein. Wir hatten eigentlich Alex in Analysten überholt, aber er hat uns wieder überholt. Das heißt, abonniert den Kanal, damit wir der meist abonnierteste Alex auf ganz YouTube sind. Also, lasst ein Abo da! Okay, Leute, da spielt eine Person Basketball. Und ich würde sagen, wir sprechen die jetzt einfach an und machen ein Match gegen die Person. Und wir werden gewinnen. Der schaut schon so, Leute. Yo, hast du Bock, ein Match zu spielen? Eins nur. Was ist das denn? Ja, das sind so Springschuhe. Ja, also ich meine, wenn du Angst hast, komm, ein Game. Okay, geil. Wer hat als erstes Ball? Ich oder du, komm. Ich bin fair, komm. Let's go. Und ich will nicht, dass du weinst, gell? Komm her. Wow. Okay, komm. Ja, ich will ihm noch eine Chance geben. Okay. Warte, hey, ist mir aus der Hand gerutscht. Okay, komm. Versuch's doch. Komm. Ah! Ja, okay, Leute, Glückstreffer. Okay, ich zeig dir jetzt meine wahre Macht, okay? Okay. Wieso, der springt nicht so hoch? Okay. Oh oh. Was ist ein Schrittfehler? No. Hey, fuck! Okay. Eins auf krass. Okay. Komm. Hey! Okay. Ich werde jetzt einen Korb machen, okay? Okay. Oh, nein! Scheiße, Leute! Okay, go, komm. Okay.
Leute, ich habe keinen Bock mehr. Das war's mit diesem YouTube-Video. Check noch mein letztes YouTube-Video ab. Bis zum nächsten Mal. Ciao.